Ja, genau! Big Action Mega Fight von Double Stallion Games auf der Uya. Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer zu diesem kleinen Prügelspiel. Es gibt hier ordentlich auf die Fresse. Und was ich so gesehen habe, hat es auch das eine oder andere lustige Element. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich drücke Play, ihr guckt das Intro und danach sind wir wieder zusammen. Bis gleich! So, willkommen zurück. Das hier ist der gute Brick. Ja, er ist ein Mighty Workout Enthusiast, das heißt, er ist ein großer Sportfreund. Er trainiert gern. Er genießt es, zu schlagen, zu rennen und zu kochen. Okay, was kann der? Special Attacks. Okay, das können wir alles noch nicht. Clear Stage 8. Ja. Dann geht zurück. So. Genau. So, Buffs sind, okay, Extras. Und Attributes sind, na gut. Okay, next. Ich habe das schon mal gespielt, aber für euch fange ich nochmal von vorne an, damit ihr seht, worum es geht. Ja, Megatropolis war früher einmal ein friedlicher, glücklicher Ort, aber eine fiese Straßengang, bekannt als die Clunks, hat das Ruder übernommen und verbreitet Angst und Schrecken. Ja. Korrupt bis aufs Blut sind Polizei und Regierung machtlos, können sie nicht stoppen. Und Megatropolis wurde die gewalttätigste, kriminellste Stadt in der Nation. In the nation. Get out of here! Okay, Sid. Hey, you gym rats, come out and pay us our protection money. Okay. This is our town now. Weakling! Okay. Also, das sind Geldeintreiber, die Schutzgeld erpressen wollen. Und die in dem Fitnesscenter haben da überhaupt keinen Bock drauf. Und Hawk ist nicht beeindruckt. Ja. Und Sid lacht ihn aus. Andererseits, man sieht doch schon, dass Sid ein ziemliches Hemd ist. Bring it on! So. Okay, jetzt gibt's auf die Fresse. I'm gonna squish you. Das ist natürlich nicht so nett. Eine Stunde später. Brooke und der, wie hieß er doch gleich, der Kollege, sind wir unterwegs vom Einkaufen. Hey, was ist das für ein Papier mit Markierungen drauf? Oh mein Gott! Ah, Hawk wurde entführt. Oh mein Gott! Let's go! Listen up. Okay, der Coach hat einen Plan. Ja. Wir müssen rausfinden, wo diese Clunks sich aufhalten. Und manche von ihnen wurden im Rotlichtviertel gesehen. Ja. Go punch some answers out of the nuggings. Prügel ein paar Antworten aus den Leuten raus. Nein, nicht die Clubs! Ja, Zeit einigen Leuten die Zähne einzutreten. Ausgerechnet die Frau ist so aggressiv. Okay. Fight. Mal gucken, wie das geht. Alright. Ja, ist klar. Also das folgt dem klassischen. Hey, listen. Das ist X, genau. Das folgt dem klassischen Double Dragon Muster. Ja, Double Dragon Final Fight, so Zeug. Hey, Kid. Guck mal da. Auf die Fresse.
Go. Was hat der eigentlich für Stoff genommen, dass er so große schwarze Augen hat? Go! Okay, das war ja nun nicht so viel. Uppercuts do more image, mehr Damage. Okay, Brick kann eine ganze Banane in seinem Schnurrbart verstecken. Das ist der Uppercut, okay. Na, kommt da mal jemand? Da ist da schon mal jemand. Jetzt ziehe ich denen erstmal ihr Milchgeld ab. Den Milchgesichtern. So, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt jedem. Na gut. Konnte ich nicht lesen. Level 3. Melee. Defeat all allergies. Enemies. Coins and other goodies. Go. You're weak. Die kann man nicht smashen, okay. Who's the boss? Who's the boss? Das sind DeLorean mit Zeitmaschine. Uppercut schaffe ich noch zwei Träume. Hey. Go! Critical Hit? Was war das? Replay, natürlich Replay. Zeitmaschine. Wusch, wusch, wusch. Also man kann generell sagen,
Wie immer eigentlich. Die Münzen fallen. Und schämen sie nicht mehr auf. Zwei Sterne. Jetzt können wir mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas kriege dafür. Hier. Upgrade complete. Okay. Mir geht gerade nicht. Aber mal gucken. Show. Dapper Gentleman. Go. Die Autos kommen auch. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das bei dem DeLorean auch mal probiert. Nicht schwer. Okay. Kann ich wieder irgendwas kaufen, oder? Ja, genau. Okay. Looks like Endgegner. Red Light Stage 5. Timed. Finish the stage before time runs out. Okay, dann muss ich mich noch beeilen. Na toll. When Tuco attacks, get out of the way. Chillin' Park war das. Ja.
an, dass ich einen Mensch geschlagen habe. Geschafft? Yeah! Nur 2 Sterne? Was habe ich denn vergessen? Was habe ich denn falsch gemacht? Naja, egal. You unlocked a new buff. Boost your damage temporarily. There's no such thing as too much of a good thing. Achso, das heißt, die darf ich jetzt erweitern. Okay. Defeat all enemies. Schlechte Nachrichten. Die Clans drohen damit. Was? Sie drohen damit, das Fitnessstudio mit Hühnern zu bombardieren. Hühner? Ja, das habe ich eben auch gedacht. Wir essen Hühner zum Frühstück. Ja. Okay. Hühner. Ready? Fight! Fishing Fisheries for Fishing the Fishy Fish. Go! Ah, jetzt habe ich die diese Extras. Throw Button. Okay. Attention. Go. Nein, ich wollte das. Ah. Jetzt hab ich's. Jetzt aber gut. Listen up. That's what I'm talking about. Okay, Damage oder Health? Ich würde sagen, Damage bringt mir mehr. Und weiter geht's. Das ist also ein leichter Opponent, den kann man werfen. Reicht's aber. Ich dachte, man könnte diese Käfige vielleicht aufmachen, um die Tiere zu befreien, die da drin sind. Oh, fuck. Das sind also Hühnerbomben. Okay, muss man wissen. Zurück, ich will das Herz haben. Okay. Oh Mann. Was mit den Hühnern sind wir so eine Sache. Excellent.
Ja, damit kann ich mehr anfangen, glaube ich. Okay, das scheint mal wieder ein Endgegner zu sein. Timed. Das ist natürlich sehr nützlich. Doch, das ist cool. Das mag ich. Ich mag ja so Spiele wie Double Dragon oder so nicht so sehr. Was aber hauptsächlich daran lag, dass die 64er-Version einfach scheiße waren früher. Und mir war das zu langweilig, zu repetitiv. Es hat sich zu sehr immer zu eintönig. Fuck. Oh nee, wo kommt denn das von her? Ich wollte es doch werfen. Oh, kacke, kacke, kacke. Also ich finde, dass der Stil von Sound, Musik, also die Effekte, die Musik und die Grafik, das geht schon gut Hand in Hand und sorgt für eine lustige Atmosphäre. Das ist alles ein bisschen cheesy. So, die befinden sich in einem Lagerhaus. Dort könnten sie den Hawk gefangen halten. Wir nehmen die U-Bahn, um dahin zu kommen. Aber wir müssen aufpassen, weil wir werden noch mehr Clunks begegnen. A warehouse is where people store stuff. Richtig. Ah, der ist nicht der hellste. Transform into a violent tornado? Just kidding. Definitely fists. Okay. Schade. Do you have friends? Weiß nicht. Ich finde den Fistnado gar nicht schlecht. Ich würde sagen, den bauen wir mal aus. Fistnado! Attributes. Mehr Damage. Ach nee, geht nicht. Aber hier, Dings geht. Health geht. Bring on the pain! Okay. Mach's mal den hier weg. Da hat
er nicht mit gerechnet. Das ist wie eine Granate. Ich schmeiße eine Granate. Ein Huhn, das explodiert. Ich habe da noch so ein anderes albernes Spiel mit Hühnern. Auf der Uja, das ich demnächst mal zeigen will. Oder verrate ich jetzt nicht so viel? Das heißt Chicken Invaders. Okay. Gut, das spielen wir jetzt noch. Ich glaube, danach ist Schluss, weil ist ja jetzt bald auch schon wieder eine halbe Stunde. Aber das ist etwas, das werde ich in Zukunft öfter spielen, so als Zeitvertreib. Ich finde es nämlich wirklich sehr witzig. Und auch angenehm. Brauche ich kein Fistnader. Gleich. Zeit oder nach Annäherung, wann die scharf geschaltet werden, die Hühner. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Was haben wir mal die Tasten verwechselt in der Hektik? Zeit spielen, fällt mir gerade auf. Oh nein, failed! You ran out of time! Na gut. Das war Big Action Mega Fight auf der Ouya. Das gibt's schon ziemlich lange. Ich habe das aber irgendwie immer ignoriert, weil ich eben so Double Dragon Spiele nicht mag. Aber das hier ist ganz lustig. Ich finde es jetzt ganz nett und werde das in Zukunft öfter spielen. Ja, ich bin nämlich gespannt, was da auch noch so kommt mit diesen Hühnern. Und ich habe im Trailer gesehen, dass das dann auch irgendwann mal Hühner regnet. Ich bin ganz gespannt. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet. Ist das zu generisch? Ja, die Grafik ist ja schon so 0815 Cartoon-Style. Aber die Soundeffekte sind doch witzig. Und die Musik ist auch nicht schlecht. Und die Steuerung geht super von der Hand. Ja, es wird ein Schlag nach dem anderen gut erklärt und man kommt gut rein. Also ich finde, das ist kein schlechtes Spiel. Schreibt mir eure Meinung. Bis zum nächsten Mal bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao!